Hallo und herzlich willkommen hier auf Automation TV. Wir waren für euch unterwegs mit Automation TV auf der SPS und haben dort unser Fernsehstudio Good Morning Automation aufgebaut. Wir haben mit zahlreichen Experten über Trends, Technologien und Produkte gesprochen und einen Auszug daraus zeigen wir euch hier. Wir hatten Olaf Ophoff, Leiter des Automatisierungsbusiness bei Turk, zu Gast und haben mit ihm in Good Morning Automation gesprochen, vor allem natürlich über das Thema Sensor to Cloud. Und wenn euch das interessiert, dann schaut hier. Viel Vergnügen. Neben uns sitzt der Olaf Ophoff. Richtig. Leiter der Sparte Automatisierung bei Turk und natürlich absoluter Automatisierungsexperte. Genau. Und wir haben auch schon das eine oder andere zusammen gemacht, ne, vom Thema Sensorik und Cloud und vielleicht um das mal einzusteigen. Sehr schön. Aber ich würde sagen, wir steigen schon mal ein. Also vielleicht mal zum Einstieg. Was zeigen wir uns ja auf der Seite? Sensor to Cloud ist ein Thema, was eigentlich Oberbegriff oder das Ganze beschreibt, was in der Automatisierung wichtig ist im Moment. Dieses Thema begleitet uns schon länger und das untermauern wir immer mehr mit Möglichkeiten, wie man diese beiden Welten, die IT- und OT-Welt, verbindet. Da gibt es verschiedene Produkte, die wir auch in diesem Jahr dann neu dabei haben. Und es gibt vor allem auch, was wir merken, dass nämlich Software ein immer wichtiger Teil des Ganzen wird. Wie kriegt man das Ganze gehandhabt? Wie kriegt man das Ganze dann tatsächlich miteinander verbunden, sodass man nicht Spezialisten aus beiden Welten braucht, sondern das Ganze auch handhabbar und einfach macht. Und die Veränderungen draußen, ich meine, Pandemie ist eine Sache, jetzt die Lieferschwierigkeiten sind andere Sachen und Energieschwierigkeiten, also es gibt eine ganze Menge von Herausforderungen. Haben die Ihr Geschäft beeinflusst? Ja, schon länger eigentlich. Also, was wir machen, Turk ist eine IP67-Company, so bezeichnen wir uns manchmal. Gut, herkommt von der Sensorik, die ist nur draußen und nicht im Schaltplatz. Und dieses dezentrale Automatisieren, so wie wir es nennen, ist auch gleichzeitig dann schaltschranklos. Das heißt, dem modularen Maschinenbau entgegenkommt, schaltschranklos immer intelligentere Komponenten ins Feld zu bringen, hat auch einen Vorteil bei der Nachhaltigkeit, denn aus dem Schaltschrank raus heißt auch, die Wärme wird direkt abgeführt, nicht in den Schaltschrank, der muss wieder gekühlt werden, das ist sehr ineffizient. Diesen Ding, das andere ist ja auch die Energiemessung an den Maschinen und Anlagen spielt eine immer größere Rolle auch für unsere Produkte. Wird mehr nachgefragt jetzt in letzter Zeit, ne? Erheblich. Also das ist definitiv ein Trend, der sein muss, und zwar auch integrativ in der Automatisierung. Die Automatisierungskomponenten sind ohnehin Teil dieser Automatisierung und können solche Aufgaben durchaus sozusagen im Nebenzweck übernehmen. Das heißt, wie hoch ist der Strom, der da sowieso gerade reinkommt, wie viel Ampere fließt auf einem Ausgang und so weiter, das wird immer mehr integriert bis hin zur Energiemessklemme und solchen Dingen, wird immer, immer wichtiger, um die Dinge erstmal zu messen. So, jetzt muss ich mal unseren Zuschauern sagen, was hier gerade passiert ist. Der Wolfgang Kreuzlich, der hat sich gerade auf den Weg gemacht, ist hier auf dem Messegelände unterwegs und fängt ein paar O-Töne ein und geht auf Messestände. Am neben mir sitzt jetzt mein Kollege Peter Ebert. Hallo. Bei uns, unser Sensorik. Ich bin Redakteur von der InVision und für die Themen Sensorik, Messtechnik, Bildverarbeitung beim SPS-Magazin zuständig. Dementsprechend muss natürlich die Frage auch von mir kommen, Turk, die Sensor-Company von den Ursprüngen her, was wird es da an Neuheiten hier auf dem Messestand zu sehen geben? Also unsere Fluid-Sensorik. Nehme ich mal das Thema Nachhaltigkeit und Energie auf. So gibt es eben auch Energie nicht nur als elektrische Energie, sondern auch Druckluft zum Beispiel. Eine häufig genutzte Form im Maschinenbau der Energie. Und wir haben unsere Fluid-Sensorik nochmal ertüchtigt mit auch einfacherer Bedienbarkeit in unser Konzept FS Plus, nennen wir das Fluid-Sensorik, die eben jetzt noch einfacher bedienbar daherkommt und das eben auch mit Durchfluss, Druckmessung und diesen Dingen aus der Sensorik zum Beispiel. Das ist das, was ich jetzt raushöre. Wir haben es bei dem IT-OT-Thema, wir haben es jetzt bei diesem Sensorik-Thema. Ja.
Jetzt wird die Presse auch noch fotografiert. Ja, das ist doch umgekehrt. Auch schön. Also wir hatten jetzt bei der Sensorik das Thema Usability. Sie hatten es beim IT-OT-Thema Usability. Wird also der Erfolg zukünftiger Produkte immer davon abhängig sein, dass die Bedienbarkeit für den Anwender immer einfacher sein wird, muss? Ja, das ist definitiv ein Trend, den wir sehen. Das wird mit ein Erfolgsfaktor beim Verbinden dieser beiden Welten. Und was da noch dann mit reinspielt, ist das nächste Thema, was uns auch auf der Messe hier bewegt. Wir haben zum Beispiel jetzt Switches, auch in IP67. Einmal die gemanagten. Und da geht es dann natürlich auch sofort um das Thema Security. Wenn ich diese Welten verbinde, birgt das auch eine gewisse Gefahr. Das machen wir mit Firewall in den Geräten. Wir haben Monitorprinzipien, dass man guckt, ist dann eine IP-Adresse, die sich sehr häufig meldet, die da nicht hingehört und so weiter und so fort. Den Traffic ansehen auf dem Internet. Also diese Dinge spielen mit da rein. Und auch das muss einfacher handhabbar sein, als das in, sagen wir mal, in der hochtechnologischen IT-Welt heute so ist. Mhm. Es muss auf die Automatisierung so runtergebrochen sein, dass man es in einem vernünftigen, absehbaren Rahmen auch handhaben kann und nicht gleich Spezialist für irgendwelche IT-Weltnetzwerke sein muss. Da die auch allgemein immer schwerer zu finden sind, natürlich. Ja, aber Einfachheit, also ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Feldebene und auch vielleicht Vernetzung, ja, Security ist, glaube ich, noch so ein sensibles Thema in Bezug auf Bedienung. Da, glaube ich, sind solche Produkte, glaube ich, auch wirklich wichtig. Aber wo ich mir vorstellen kann, dass Anwender endgültig ein bisschen Respekt bekommen ist, wenn es dann in die Cloud geht. Da muss es auch einfach sein. Jetzt sind wir in der privilegierten Situation, eine eigene Cloud aufzubauen können. Kann man sich das schon so ein bisschen so vorstellen, wie, dass es dann auch eben so Blöcke gibt, sagen Module, die ich einfach aufrufen kann, wo ich mir einfach machen kann? Und mal kurz. Genau so. So haben wir das von Anfang an gestaltet. Unsere Cloud connectet sich mit unserer Software-Programmierplattform Codesys. Und in Codesys bewege ich mich in der Automatisierungswelt, wenn es ums Programmieren geht, ohnehin. Und wir haben gesagt, das ist genau unser Durchstich zur Cloud. Das heißt, ich kann in einer Codesys-Umgebung sehr einfach festlegen, die und die und die Daten hätte ich gerne dann auch in der Cloud. Und ich lege dann auch fest, ist es nur ein Schicken an diese Cloud-Ebene oder möchte ich es auch bidirektional? Kann ich von der Cloud auch bei uns in der Automatisierung etwas verändern und Einfluss nehmen, diese Dinge. Und Codesys war sicherlich oder ist sicherlich eine der Softwarepakete, die das erlauben und wir da rein integriert haben und so wieder in einer gewohnten Umgebung sind, die da die Automatisierer und Maschinenbauer kennen. Ja. Wie weit beschäftigen Sie sich auch mit der Thematik, diese Daten, die Sie in die Cloud schicken, dort auszuwerten, um zusätzliche Ergebnisse zu generieren, sei es jetzt Predictive Maintenance, Condition Monitoring oder auch wirklich, wie produktiv ist meine Anlage? Ja, sehr gute Frage. Also das spielt natürlich immer sofort mit und das können wir auch tun. Was wir aber glauben bei Turk ist, dass es eigentlich falsch ist, wenn man sagt, ich schicke jetzt alle möglichen Daten einmal in die Cloud, ich sammle die da und dann schaue ich mal in der Cloud, was ich damit anfange und was ich für Korrelationen finde und so weiter. Das ist es nicht. Was wir machen mit dem eingangs genannten dezentral automatisieren, schaltschranklos, ist, wir haben immer mehr Intelligenz in den Feldbus-Modulen, in den IP67-Modulen, die die Signale direkt holen vom Sensor. Und da haben wir bereits die erste Intelligenz, die genau solche Auswertungen macht. Beispielsweise wiederkehrende Schaltvorgänge. Wir messen nahezu latenzfrei, wie schnell passiert da so ein Schaltvorgang, Klappe auf, Klappe zu, kann man sich vorstellen. Und solange da alles in Ordnung ist, bleiben die Daten auch da. Die bleiben auch genau auf dieser ersten Auswertungsstufe in der Automatisierungsumgebung. Und nur wenn was nicht in Ordnung ist oder ich was genau sehen will oder es eine Abweichung oder sagen wir Anomalie gibt, dann müssen die Daten in die Cloud zur weiteren Analyse des Ganzen. Das ist die eine Sache für die Auswertung. Also wir glauben, es hat keinen Sinn, Automatisierungsnetzwerke so zu belasten, wie man sagt, alle Daten in die Cloud und dann wird es wieder unhandlich mit einem ungeheuren großen Datenaufwand. Und das andere ist ja natürlich, die Cloud macht es erstmal transparent. Und das Schöne an der Cloud ist,
Das ist wie so eine Hypervisualisierung. Ich kann von überall ran mit jedem Datenendgerät, Daten, die einmal in der Cloud sind, die sind transparent. Und da ist es viel Grafikverläufe, welche Tendenz hat meine Anlage, wie sind meine Fertigungs-KPIs und solche Dinge. Und wie weit ist es jetzt eigentlich fortgeschritten, dass man, Sie haben ja diesen einen Fehler jetzt mal beschrieben, dass der dann auch wirklich zugeordnet werden kann anhand der Daten. Das müsste wahrscheinlich das und das Problem sein, dass dann der Anwender sofort sieht. Das sind jetzt so die drei Möglichkeiten, woran es hapern kann, wo er nachschauen muss. Gibt es dann schon so eine Bedienungsanleitung für den Anwender, der anhand der Datenanalyse dann gesagt bekommt, was es sein könnte? Ja, noch ist es keine echte Datenanalyse. Ja. Noch ist es vielmehr, sagen wir mal, ein Threshold zu setzen oder zu sagen, in bestimmten Grenzen müsste sich hier etwas bewegen. Wenn es nicht in Ordnung ist, wird es mal transparent nach oben gegeben. In die Datenanalyse, das wird sicherlich der nächste Schritt sein. Dass man sagt, wir machen das noch intelligenter, vielleicht Stichwort Machine Learning oder so etwas, ist bei uns noch Technologiethema, aber noch nicht in die Produkte implementiert. Was ich mir auch vorstellen könnte, ich meine, wir reden ja immer noch über ein Stadium, ja, wie kriege ich meine Daten in die Cloud? Jetzt gibt es ja bei anderen das Thema vielleicht schon ein bisschen länger. Die haben schon auch Cloud-Lösungen und wollen jetzt Cloud-Kommunikation machen. Ist das heute mit einfachen Mitteln lösbar? Ist das auch bei Talk lösbar? Ja, das ist interessant. Wir zeigen das hier auf der Messe zum Beispiel. Also wir haben hier unseren Talk-Stand und direkt vis-à-vis ist der Stand von der Firma Burkhardt. Mhm. Und was wir gemacht haben, wir haben ein Produkt von der Firma Burkhardt, ein Ventil bei uns auf dem Stand und Burkhardt hat ein Produkt von uns auf dem Stand. Und wir pusten das Ganze, wir transportieren diese Daten in die Cloud und können gegenseitig genau gucken, was passiert da bei dem Ganzen. Und das zeigt ein bisschen dieses Kollaborative, dass es eben nicht nur, dass es eben herstellerübergreifend ist. Und so kann man vom Burkhardt-Stand aus auch in unsere Applikation Schokobäcker, was eine reine Automatisierungssache ist, reingucken und wir eben auch bei denen. Und so zeigt sich diese Transparenz auch im Austausch Cloud zu Cloud. Ja, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Ja, sehr. Auch noch ein wichtiges Thema. Sie haben ja gesagt, die ganzen Produkte werden immer intelligenter, mehr Chips in den Produkten. Das ist heutzutage nicht nur ganz problemfrei. Wie sieht es aus mit Lieferfähigkeit? Also Gott sei Dank, der Bauteilmarkt entspannt sich. Er entspannt sich jetzt auch Monat für Monat, Gott sei Dank. Bin auch schon länger in der Branche. Ich habe so eine Allokation noch nicht erlebt, wie wir sie jetzt hinter uns oder gerade im Auslauf dieser Allokation sind. Und wir hatten schon wirklich Herausforderungen, das zu stemmen mit Redesign und allem, was dazugehört. Es ist nicht so einfach, nach wie vor nicht ganz einfach. Und es sind nicht nur die Chips, sondern da passiert einiges in der Welt, was es auch schwierig macht bei Kunststoffen, bei Metallen, bei Pinning und so weiter. Es sind nach wie vor Dinge, die uns ordentlich beschäftigen und viel Zeit brauchen. Große Herausforderung. Ja. Mhm. Ja, das denke ich auch. Das ist wirklich eine echte Belastung für die Branche momentan. Absolut, ja. Ja, gut. Frage. Was mir jetzt noch eingefallen ist, IO-Link, immer ein Thema. Und irgendwie habe ich so gefühlt, wandelt es sich immer. Es kommen neue Themen dazu. Wir sind irgendwann vor vielen Jahren damit gestartet und inzwischen ist IO-Link hat so eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Es wird bei Drehgebern eingesetzt, auf einmal in der Prozessindustrie. Was kann denn da noch alles kommen? Oder was sind so gerade die IO-Link-Themen, die Sie besonders interessant finden? IO-Link ist nach wie vor eine sehr wichtige Technologie, die es ja eigentlich schon lange gibt, die aber lange gebraucht hat, um sich dann mal flächendeckend durchzusetzen. Aber jetzt ist sie voll da. Und die IO-Link ist eigentlich der Enabler, um Daten tatsächlich aus zum Beispiel einer Sensorik herauszukriegen, die eben nicht erlaubt, das Ganze mit einem Ethernet oder Buskoppler zu versehen, einfach aus preislichen monetären Gründen. Und IO-Link wird immer interessanter, auch mit dem im Sinne von IO-Link-Hubs, also EA-Netzwerke aufzubauen und da eben sehr kosteneffizient arbeiten zu können. Und das Interessante ist, und das sieht man auch hier auf der Messe, wir haben seit fast einem Jahr ein Technologieprojekt am Laufen in unserer Entwicklung. Und das heißt SPE. Und SPE ist sicherlich auch ein Thema hier auf der Messe, das Single Pair Ethernet, also Zweileiter Ethernet, was eine ähnliche Idee verfolgt wie IO-Link mit
paar Vor- und ein paar Nachteilen, aber die Idee ist wieder, Sensor zu Cloud tatsächlich mit einem Netzwerk durchgreifen zu können. Das ist so der Traum. Es wird sicherlich noch eine Zeit brauchen, bis das soweit ist. Aber die IO-Link-Technologie gibt gerade das her, was seit Jahren eigentlich erwartet wurde und, wie Sie sagen, wird immer mehr integriert in die verschiedensten Sensoriken, weil sie eben auch jetzt, weil sie jetzt auch eben so zu fertigen ist, dass es auch von der Preiseffizienz her passt. Sie haben jetzt gerade die SPE noch ins Spiel gebracht. Wird SPE eine Wettbewerbstechnologie zu IO-Link? Bleibt abzuwarten. Also das ist, glaube ich, zu früh, um das zu bewerten, weil die Parameter, also technologisch wahrscheinlich, aber die Parameter sind eben nicht nur die reine Technologie, die muss erstmal stehen. Kosten, ne? Kosten. Ja. Und das muss sich noch zeigen, das muss sich noch beweisen. Und ich glaube, da haben wir als Hersteller auch noch ganz gute Dinge zu stemmen, die zu machen sind. Das ist zu früh, das zu bewerten. Ja. Also ich finde IO-Link auch deswegen sehr spannend, weil die ganzen Komponenten, die Sensorik da unten wirklich Bestandteil, durch die Parametrierung Bestandteil der Automatisierungslösung werden kann. Ja? Also das ist natürlich wirklich schon sehr spannend. Und Flexibilisierung und Stückzahl 1, also Losgröße 1, das sind natürlich alles so Sachen, die ich machen kann, wenn ich wirklich voll durchdigitalisiert bin, ja, inklusive Parametrierung der Sensorik und so weiter. Ne? Right. Ja, schon sehr spannend. Mhm. Ja, hast du noch eine Frage? Also ich will das gar nicht, wir haben noch 2 Minuten. Also, genau. Was mir dann noch einfallen würde, beim Thema Bildverarbeitung hält sich ja Turk in Anführungsstrichen eher zurück, da greifen Sie auf die Produkte von Benner stärker zurück. Gibt es da auch Neuheiten? Oder was tut sich da alles? Auch in dem Bereich Kameratechnik oder nennen wir es Vision-Sensoren. Mhm. Auch da tut sich was. Auch da muss man ständig das Ohr an der Performance den neuesten Chip haben bei der Bildauswertung. Und auch da gibt es ähnliche Überlegungen. Wir haben eben ganz kurz gesprochen über Machine Learning. Auch KI ist so ein Thema, was gerade bei der Bildauswertung sich ungeheuer anbietet. Und wir haben auch Technologieprojekt am Laufen, dass wir also auch da bei diesen Vision-Sensoren, Kamerasensoren einiges überlegen und Vorentwicklungen machen, die aber bei weitem noch nicht spruchreif sind. Mhm. Mit unserem Partner Benner. Mhm. Da bin ich als Redakteur jetzt schon sehr neugierig geworden. Ja, ich bin durch mit meinen Fragen. Wo ist der Vorstand? Hier gleich nebenan, auch hier in der Halle 7, 5 Meter entfernt von hier. Ja, genau. Ja. Ja. Also, erst zum SBS-Stand kommen, dann losen wir euch zum Turkstand. Ja, genau. In Halle 7. Genau. Okay. Prima. Schön, Herr Hoppo. Schön, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Das war eine ganze Messe. Genau. Danke für den Genau. Dankeschön.